So, ich setze mich mal wieder drauf und gucke nochmal nach, was ich denn so machen kann. Main Quest, Nebenquest. Für die Main Quest komme ich jetzt ins Craft-Menü. Okay. Was soll man das jetzt sagen? Ach so, Craft Attending Orb. Ah, okay. Ja, verstehe. Das ist das hier. Das kann ich aber nicht, weil ich brauche Eisen, ist das wahrscheinlich. Und so komische Beeren. Okay, die Frage ist jetzt, wo bekommen wir die jetzt her? Da ist ein Wildpferd, was man noch zähmen kann. Mal schauen. Also ich bin ja doch schon so ein bisschen gespannt. Weil ich keine Ahnung habe. Ach, Moment, da hinten, oder? Ah, nee, das ist ein Pferd. Ja, toll. Ah, kann ich erst mit Level 7 rum? Okay. Ich meine, das ist okay, aber wie soll ich denn meine Sachen finden? Oder ist da hinten? Ist das das? Kann ich das von hier aus machen? Nee, muss ich absteigen. Okay. Darf ich mich auch drehen? Danke. So, Wolle haben wir schon mal gefunden. Es ist wohl auch so, wie ich gesagt hatte, dass man dann automatisch das entsprechende Werkzeug dafür freigeschaltet hat, denke ich. Also so verstehe ich das gerade. So, und dann bräuchte ich als nächstes noch Eisen. Ja, dauert ziemlich lange, aber das ist ja nicht problematisch. Das kennt man ja von anderen Spielen auch. Frage ist nur, wie sieht das Ganze aus, wo ich dann Eisen herbekomme? Sind das dann so Steine, so à la Minecraft oder haben sie hier noch irgendwas, was ich nehmen kann? Nee. Okay, dann steige ich mal wieder auf. So, mal gucken. Aua. Ja, das ist ein bisschen problematisch, wenn man das genau andersrum hat. So, wir nehmen hier noch mal ein bisschen Wolle mit. Eigentlich müssten wir schon längst genug haben, aber ich sag mal, wir brauchen das ja auch noch für andere Sachen, um was zu craften. Stimmt auch für eine Satteldecke und so weiter. Dumm. So, mal schauen. Was ein bisschen blöd ist, dass das alles so verschwommen ist. Also man sieht, hallo? Man sieht irgendwie gar nichts um einen herum. Obwohl, das konnte ich, glaube ich, einstellen. Aber da kann ich es nur mit verkleinern. Ah, okay. Okay, also das ist doof. Oder? Ah, wird das jetzt schärfer dadurch oder nicht? Nicht wirklich, ne? Nee, also wirklich schärfer wird es dadurch nicht. Ist natürlich blöd, wenn man immer gewohnt ist, mit einem großen Radius zu reiten. Beziehungsweise auch zu laufen und so. Also in sämtlichen MMOs habe ich es immer weitmöglichst eingestellt, dass man halt einen guten Überblick hat. Auch ein bisschen blöd, dass das immer wieder nah rangeht, finde ich. Moment, da ist Holz. Ja, wir brauchen aber eigentlich kein Holz. Wir brauchen eigentlich Eisen. Nein. Ich will immer noch weiterhauen. So. Ach, das. Okay. Also das Eisen können wir aus dem Holz rausholen. Über die Logik streite ich mich jetzt mal nicht. Aber solange wir wissen, woher wir es bekommen, können wir natürlich auch genug holen.
So, noch eine Hanna ist bei uns in der Nähe. Hallo Hanna, alle macht den Hannas. Ach, sie will, glaube ich, ein Pferd zähmen. Die Frage ist, kann ich mir jetzt auch noch ein anderes Pferd zähmen? Aber dann bräuchte ich ja mehr als einen Stall. Und ich habe ja eigentlich nur einen Stall, ne? Ja? Okay, da oben, das ist, glaube ich, nochmal dieses Eisenzeugs hier. Moment. Das nehmen wir noch mit und dann gucken wir mal. Da müssten wir eigentlich genug haben, um das craften zu können. So, schauen wir nochmal nach. Craft a Taming Orb. Ist das nicht das hier? Doch, Taming Orb. Genau, einmal craften. Zack. Boah, da haben wir doch schon ganz schön viel eingesammelt, sehe ich gerade. So, und jetzt? Jetzt haben wir keine Ahnung mehr, wie es weitergeht. Ja, das haben wir jetzt gemacht, das weiß ich. Ach so, Tame Another Horse. Das sollen wir sogar machen. Ah, okay. Okay. Machen wir das doch. Ich bin schon ganz ruhig, damit ich das Pferd nicht erschrecke. Ganz ruhig, Schätzchen. Bleib doch einfach stehen, ich will dir doch gar nichts. Wobei ich eigentlich das Weiße haben wollte. Ich wollte dich gar nicht, es tut mir leid. Oh, was denn, Schätzchen? Kann ich da jetzt weitermachen? Hallo? Wollt ihr mich veräppeln? Ist die Aufgabe jetzt fehlgeschlagen? Weil es ist kein Ausschlag gewesen. Kein, toll, kein Tier in der Nähe, was ich zähmen kann. Ich könnte jetzt noch mal so einen Spirit-Verschnitt zähmen. Aber das will ich nicht. Ich habe ja meinen eigenen Spirit-Verschnitt, den ich nie Spirit nennen durfte. Weshalb ich immer noch ein bisschen säuerlich bin. Aber ich verstehe es wirklich nicht, dass nur dieses P nicht funktioniert hat. Alles andere hat funktioniert. Hat die Ressourcen, die kommen auch wieder, so wie es aussieht. Ich habe doch eben so ein ganz tolles weißes Pferd gesehen. Das hätte ich gerne wieder. Ich weiß auch gar nicht, wo mein Pferd jetzt überhaupt hin ist. Das steht nicht mehr da, wo es eben stand. Kann man das nicht rufen oder so? Hallo? Wo hat der mich jetzt hingeführt? Hallo? Nein, ich will keins zähmen. Ich will mein Pferd haben. Wo ist mein Pferd? Ich habe sogar seinen Namen vergessen. Das ist natürlich sehr intelligent. Bist du mein Pferd? Ich glaube, du bist mein Pferd, oder? Du bist mein Pferd. Oh mein Guter, du hast es geschafft, wieder zurückzufinden. Sweetheart, genau. Da das nicht mein Name war, also der, den ich haben wollte, habe ich ihn wieder vergessen. Peinlich, peinlich. Ich würde sagen, wir reiten jetzt mal eine Runde. Wir stellen uns einfach mal in die anderen rein. Nein, du sollst nach oben reiten. Hallo? Nein, ich möchte mit dir reiten. Warum gehst du denn wieder zum Stall? So, da ist ein Pferd zum Zähmen. Dich will ich aber ehrlich gesagt nicht. Ich will ein... Ups. Schon hat der mich wieder rausgeworfen. Was haben die Spiele eigentlich alle gegen mich in letzter Zeit? Ist das jetzt das Einzige, was man hier zähmen kann? Da war doch so ein wunderschönes Weißes vorhin. Jetzt bin ich aber ein bisschen enttäuscht hier. Das wollte ich eigentlich unbedingt haben. Hier ist noch ganz viel Wolle. Ja, will ich. Und ich bin schon wieder rausgeworfen worden. Was ist das hier immer im Spiel? Das finde ich jetzt etwas seltsam. Das ist immer, sobald ich dann die Kameraperspektive ändere. So, ja, weit und breit kein anderes Pferd. Das ist natürlich doof. Ach, dann müssen wir halt dieses nicht ganz so schöne Pferd da hinten versuchen zu zähmen. Das macht mich ein wenig traurig, weil ich will ja mein eigenes Pferd dann holen. Ja, ich habe keine Kugel. Kann ich ihn nochmal benutzen? Hä? Okay. Anscheinend ja. Plupp.
Hallöchen. Ich nähe mich dir auch nur ganz, ganz langsam. Nein, 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 nein. Ich nähe mich dir nur ganz langsam. Brauchst keine Angst zu haben. Alles ist okay, alles ist okay. Nicht immer weglaufen. Ich habe noch eine Kugel für dich, was auch immer die bewirkt. Aber damit kann ich dich zähmen. Zumindest sah das am Anfang so aus. So, ich habe leider keine Lilane gemacht, aber ich durfte auch irgendwie nicht. Ganz ruhig, mein Schätzelein. Ganz ruhig. Nein, 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 nein. Ich werfe dir lieber noch eine Kugel hin. Komm, das ist meine letzte, bitte. Bitte lass dich zähmen. Ah, oh, ich habe noch ein Pferd gezähmt. Es sieht ein bisschen seltsam aus, so leicht nach Sonnenbrand. Aber es ist trotzdem sehr schön. Jetzt komme ich hier nicht mehr raus. Ach so, Send to Stable Pen. Keine Ahnung, kann ich zwei davon haben? You need to come in stable. Okay. Build a new. Okay, also ich baue jetzt noch mal einen zweiten, damit ich das zweite Pferd auch machen kann. Jetzt bin ich pleite, weil ich nicht weiß, wie ich die Dinger jetzt kriege. Ja, ich weiß, wie schön es ist, einen eigenen Stall zu haben. Ich habe sogar zwei. Ich bin stolzer Besitzer davon. Ich reite wie ein Naturtalent. Das finde ich sehr. Da ist das weiße Pferd, was ich eben zähmen wollte. Ja, komm zu mir. Ich wollte dich haben. Obwohl mit roten Augen. Voll creepy irgendwie. Bleib doch mal stehen. Das ist krass. Ich darf beim Amateur-Show springen dabei sein. Oh, okay. Ja. Nicht durch mich durchlaufen. Ich wollte dich zähmen. Och Mann. Können wir die Dinger... Wie kann ich die denn bauen? Warte mal, ich habe doch... Ist das das Craft-Menü? So, wir machen direkt mal drei. Das Problem ist, ich weiß nicht, wo ich das Pferd dann nachher hinschicken kann. Weil ich habe jetzt hier oben natürlich so ein Ding gebaut. Kann ich das eine vielleicht freilassen oder so? Komm, ich will dich haben. Ich finde dich so schön. Wir probieren es nochmal. Du brauchst keine Angst. Nein, 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 du brauchst keine Angst zu haben. Alles ist gut, alles ist gut. Ich habe leider nur drei Kugeln. Mehr kann ich leider nicht benutzen. Bleib doch einfach mal stehen. Ich schieb dir noch eine Kugel rüber. Komm. Vielleicht macht die dich ja high. Komm, mein Schätzchen, komm. Nein, 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 du brauchst keine Angst zu haben. Guck mal. Ich habe auch eine Kugel für dich. Ja, so ist fein. Schätzelein. Nein, 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 nein. Ich habe noch eine Kugel für dich. Komm. Komm. Komm, wir schaffen das. Komm. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Komm. Ja. Yes. 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 Ich habe das super schöne weiße Pferd mit den diabolischen roten Augen bekommen. So, ich schicke das jetzt mal zum Zaun. Keine Ahnung. Es wird jetzt irgendwie in die Koppel geschickt, glaube ich. Ich hoffe, es bleibt dann auch da. Es bleibt nur 24. Und schon wieder werde ich rausgeworfen. Wollt ihr mich eigentlich veräppeln? Es bleibt nur 24 Stunden da. Das ist nicht gut. Lass mich das rote Pferd bitte rausmachen. Komm schon. So, ich will dir keinen Namen geben. Ich will dich entlassen. In die Freiheit. Obwohl, eigentlich bist du ja ganz süß, ne? Aber... Nee, ich will aber keinen Namen machen. Hallo. Ich nenne dich Damon. So. Sieht aus wie so ein kleiner Dämon. Jetzt habe ich dir einen Namen gegeben. Jetzt kann ich dich nicht mehr loswerden. Warte mal. Wie kann ich denn einen Stall bauen? Mit 650 habe ich die? Habe ich die tatsächlich? Oh, wie geil!
Ich hoffe, man kann die jetzt auch noch im Laufe des Spiels bekommen. Das wäre natürlich wahnsinnig cool. Wie lange braucht er jetzt zum Bauen? Der hat doch gerade schon, ist doch gerade schon darunter am Zählen gewesen. Na komm. 3, 2, 1. Yay! Warum geht der jetzt in diesen Stall rein? Hallo? So, mein Pferdchen auf der Weide. Komm mal her. Jetzt kommt da schon wieder einer zum Zähmen. Wollt ihr mich... Und ich bin wieder rausgeworfen worden. Was ist denn hier los? Hallo? Mein Pferd. Hallo, mein Pferd. Ja, genau. Genau, es soll in meinen Stall rein. Er steht... Wieso steht da White Common? Egal. So, ich hoffe, es ist jetzt wirklich da drin. Der hat mir jetzt irgendwie ein grünes, hat er schon, ein braunes Pferd angezeigt. Das fand ich jetzt etwas sehr... Aber das ist mein... Oh, das ist schön. Ich nenne dich Snow White, wenn ich das denn schreiben darf. Snow White. Eigentlich muss es auseinandergeschrieben werden, ne? Aber ich weiß nicht, ob man auseinanderschreiben kann. Doch, kann man. Ah, sehr schön. Okay, Snow White. Du siehst zwar eher aus wie ein dämonisches Snow White, aber ich nenne dich trotzdem so. So, du kriegst auch direkt mal was zu futtern. Du wirst gewaschen. Das müssen wir beim anderen dann natürlich auch machen. Komm, vielleicht können wir dich noch ein bisschen weißer machen hier. So, das ist ganz schön dreckig hier, ne? Ich meine, du bist ja ein Wildpferd. Deine Energie geht, glaube ich, hoch. Kann das sein? Das ist auf jeden Fall so ein Blitzsymbol, was hier... Ah, das geht jetzt auf grün. Ah, okay. Okay. Hier unten aber noch nicht ganz. So, jetzt. Your horse is clean. Kann ich jetzt auch... Ja, kann ich. Ich habe keine, aber ich möchte trotzdem welche machen. Nein, ich möchte keine Dings dafür ausgeben. Kann man die... Doch, man konnte die craften, glaube ich, ne? Heu habe ich noch. Ich habe aber keine Ahnung, wo ich jetzt neues Heu besorgen kann. Ich werde das jetzt einfach mal hier so reinknallen. Und fürs nächste Pferd habe ich dann kein Heu mehr. Das ist natürlich schlecht. Ja, wenn ich wüsste, wo ich neues Heu bekommen könnte, wäre mir natürlich wohler. Aber der ist auf jeden Fall glücklich. Wir gehen jetzt erstmal hier raus. So, Damon, mit dir können wir leider nicht allzu viel machen. Du kriegst jetzt erstmal einen Apfel. Aber du bist... Nee, du bist unglücklich. Du bist unglücklich. Wir müssen uns um dich kümmern. Komm. Ich weiß, unglückliche Wildpferde können wir hier nicht stehen lassen. Wir müssen aus dir ein glückliches Pferd machen. Ja, machen wir sofort. So, geht zumindest schon mal ein bisschen hoch. Aber es geht irgendwie nicht viel hoch, ne? Habe ich so das Gefühl. Oder wirst du glücklicher, wenn ich mit dir ausreite vielleicht? Oder bist du unglücklich, weil ich eben gesagt habe, dass ich dich gar nicht haben will? Das kann natürlich auch sein. Ich mache mal ein bisschen Heu hier rein. Aber ich habe nicht viel, das kann ich dir jetzt schon mal sagen. So, da wo du stehst, habe ich leider kein Heu für dich. Kriegst noch einen Apfel von mir. Ach, dadurch geht das Level auch ein bisschen höher, sehe ich gerade. Okay. Okay. Wir gehen jetzt trotzdem mal raus. Ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt schon aufgenommen haben, weil wir jetzt hier tausendmal neu angefangen haben. So, Spirit, der du denn heißt, Sweetheart. Dich nehmen wir mal raus, um was zu tun. Weiß ich gar nicht. Moment. Ah, ich soll einen roten Sattel craften. Okay, den... Achso, dann brauche ich Holz und Eisen noch mehr für. Okay. Das können wir besorgen. Das ist kein Thema. Steigen Sie ab und holen Sie das Holz. Geht es eigentlich, wenn ich gedrückt halte? Nee, ich muss weiterklicken. Okay. Hätte ja sein können. Ups. Ich wollte eigentlich mit dir weiterreiten, aber ist in Ordnung. So, jetzt sehe ich gar nichts mehr. Da ist noch was. Eisen und Holz. Nein.
sonst hätte ich die Perspektive gedreht. So, jetzt ist da noch ein komisches Symbol hier, wo ich theoretisch drauf drücke. Heißt das jetzt, ich kann mein Pferd rufen oder ich muss jetzt hier eine Rennstrecke machen? Das weiß ich nicht, aber ich mache es mal lieber so. Ach, hier fängt, glaube ich, eine Rennstrecke an, okay. Hier ist noch was. So, nein, ich möchte immer noch hauen. Na los. So. Dass der ständig die Perspektive ändert, sobald die sich hier dran stellt, ist ja schon ein bisschen nervig, muss ich sagen. Übrigens, wenn ich mal sage, das nervt mich oder das nervt mich, das heißt absolut nicht, dass ich das Spiel nicht gut finde. Das ist nur, dass ich dann in den Moment ein bisschen genervt bin davon. Aber ich habe schon so viele Spiele gehabt, wo mich so viele Sachen genervt haben. Ich habe so trotzdem wahnsinnig gerne gespielt. Also es ist jetzt nicht negativ aufzupassen, wirklich nicht. Schon wieder wird das gedreht. Wobei, das ist wirklich ein bisschen nervig. Also, dass das immer gedreht wird, das ist ja ein bisschen doof gemacht. Wenn man einmal neben dem Pferd steht, dann möchte ich auch die Perspektive neben dem Pferd haben. Aber gut, es ist alles noch in der Anfangsphase. Vielleicht wird es ja auch verbessert, man weiß es ja nicht. Da können wir auch direkt nochmal was holen hier. Da hinten liegt übrigens, liegt da fertiges Holz oder was ist das? Machst du das jetzt mal? Oder habe ich da schon zu viel von? Hallo? Scheint, habe ich da schon zu viel von. Keine Ahnung, warum das nicht geht. Holz kann ich auch nicht mehr. Ich habe doch kein Maximum. Oder? 58 Holz. Wieso kann ich dann keins mehr nehmen? Ah, jetzt kann ich auf einmal wieder. Hä? Okay. Gut, das verstehe ich jetzt nicht wirklich, aber gut, das nehme ich jetzt mal einfach so hin. Anscheinend kann man auch zu zweit irgendwie das hier abarbeiten, so wie es aussieht. Weil die ist jetzt mit mir hier am Abarbeiten. So, da hinten habe ich da noch was gesehen. Genau, hier haben wir noch Holz. Aber ich brauche eigentlich ja kein Holz. Ich brauche ja eigentlich noch das andere. Wobei ich glaube, ach, da hinten ist noch was. Wobei ich davon eigentlich schon genug habe, glaube ich, von allem. Aber wir sammeln das jetzt auch nochmal kurz ein. So. Ja, sie scheint wirklich auf einer anderen Ebene zu sein, weil sie steht da, wo ich vorhin eigentlich die Wolle gesehen hatte. Aber ich sehe jetzt keine mehr. Also ich denke mal, dass sie die jetzt noch am Abarbeiten ist, aber nicht auf meiner Ebene. Das finde ich wiederum super, dass halt jeder so seine Ebene hat, wie bei Teso, wo er die Sachen abarbeiten kann. Leider nicht immer, also bei Teso, meine ich, weil da ist es halt sehr nervig, weil die anderen einen dann immer wieder alles wegnehmen, bevor man da ist. So, das ist hier anscheinend wirklich besser gemacht. Jetzt haben wir 100 Holz, aber wir wollen gar kein... Ja, ich hätte gerne so einen Sattel, aber wir sollen was anderes machen, ne? Was sollen wir denn nochmal machen? Einen roten Sattel. War das nicht der rote? Doch, das war der rote Sattel. Ah, okay. Ja, dann craften wir den nochmal. So. Haben wir das schon mal gemacht? Und ein Seil sollen wir craften. So, dafür haben wir auch noch genug. Machen wir das doch direkt. Wobei ich das Seil jetzt ziemlich hässlich finde. Warum kann ich meine Trense dann nicht behalten? Ja gut, behalten kann ich sie schon. Und jetzt? Jetzt habe ich alles erledigt. Nee. Main Quest, Finish All. Tiers in Level 3. Ach so, okay. Okay. Oh. Wo bin ich jetzt? Nein, ich möchte nichts bezahlen. Die soll ich... Ach so, das meinen die mit Tier. Die meinen die Arena. Okay. Nein, möchte ich aber nicht, weil ich habe überhaupt gar kein Geld dafür. Denke ich. Ich weiß gar nicht, wie viel Geld ich überhaupt habe. Schatzkiste, ist da was drin? Ach, das ist Ingame-Kauf. Okay, verstehe.
Also, da kann man jetzt alles, was man braucht, in-game kaufen. Das, naja, da sage ich mal lieber nichts zu. Das ist nämlich nichts, was ich befürworte. Für einen mega stolzen und hammerhohen Preis von 80 US-Dollar, das sind, ich weiß nicht, wie der aktuelle Umrechnungskurs ist, vielleicht 75 Euro. Das ist also fast doppelt so viel, wie man bei Star Stable bezahlt. Kann man alles wohl freischalten? Alle Umgebungen werden freigeschaltet. Man kann auf den Feldern springen. Ja, drei Stable Hands to look after your horses. Weiß ich jetzt nicht genau, was sie damit meinen. Also Stable ist ja eigentlich der Stall. Stallhände. Also wahrscheinlich drei Leute, die im Stall nach meinen Pferden gucken. So verstehe ich das jetzt. 60% schneller alles ab. Na, alles. Ich komme gerade nicht auf das deutsche Wort. Alles abbauen und 50% schneller bauen. Ja gut, das ist jetzt nur der Stall im Endeffekt. Dann gibt es noch ein Feuer, Pferd und ein pinkes Pferd. Ach so, das kriegt man alles dann dazu. Ah, okay. Also man kriegt schon ein paar schöne Sachen dazu, muss ich sagen. Aber, also es ist Lifetime. Also kann ich nachvollziehen, weil ich würde auch nie irgendetwas unter Lifetime machen. Also bei Teso ist es so, okay, man hat einige Vorteile davon. Deswegen habe ich es da gemacht, weil das ist einfach mein Spiel. Mache ich im Moment nicht mehr so oft, weil ich einige andere Spiele noch hier aufnehme. Aber es ist einfach mein Spiel und das ist okay. Aber da hört es dann auch schon auf, weil da muss ich im Endeffekt für drei Leute das Abo bezahlen, hier aus der Familie. Und das ist mir dann zu teuer, noch ein Abo reinzunehmen. Deswegen Star Wars würde ich zum Beispiel auch nie ein Abo für holen. Das ist mir einfach nicht wichtig genug dafür. Lifetime ist in Ordnung. Kann man grundsätzlich immer drüber nachdenken, habe ich bei Star Stable ja auch gemacht. Auch wenn ich komischerweise noch nicht meine Coins bekommen habe, obwohl ich eigentlich schon zwei hätte bekommen müssen, also sprich schon 200. Aber circa, ich weiß nicht, wie der Preis ist, circa 75 Euro ist wahnsinnig, wahnsinnig teuer. Überhaupt für ein Spiel, was gerade erst rausgekommen ist und dann noch ein Spiel, was so viele Bugs hat, das ist schon heftig. Mehr sage ich da lieber nicht zu. Das sind sehr schöne Pferde, ja. Das hier würde ich auch nehmen. Das kann man wohl, ach so, da soll man dann Kisten kaufen mit einer geringen Chance, dieses Pferd zu bekommen, wo man das, ja gut, mit roten Augen, das und das ja auch schon in der freien Natur. Also habe ich mir jetzt schon alle geholt, okay. Oh, das ist ja geil, wenn es das jetzt ein Pink geben würde, das wäre cool. Ich würde da zwar nie das Geld für ausgeben, also schon gar kein echtes Geld. Aber die sehen schon geil aus. Das Einhorn sieht auch schon sehr süß aus, muss ich sagen. Kann man hier unten noch. Ah, okay. Das sind dann verschiedene Kategorien, wo man. Das sind die Anfangskategorien, die man wohl so bekommen kann. Also für alle, denen das nicht schnell genug geht. Oh, das ist schön, ja. Das sind die Flugpferde. Gibt es anscheinend bisher nur zwei von. Okay. Ja. Interessiert mich nicht wirklich, deswegen gehe ich da auch nicht rein. Wo bin ich denn? Achso, da bin ich reingegangen, ne? Das sind die Kategorien, die wir machen können. Das werde ich wahrscheinlich nicht machen können, weil ich kein Flugpferd habe. Ja, ein höheres Level ist erforderlich. Vielleicht bekommt man dann ja ein Fluglevel. Das ist die Show und das ist ja, Dressurreiten. Keine Ahnung, wir versuchen es mal. Nee, da brauchen wir auch ein höheres Level für. Und das ist vermutlich das, wo wir eben drin waren. Oh, wo ich jetzt sogar schon das Doppelte bezahlen muss von dem, was ich eben eigentlich bezahlen sollte. Okay, ja, dann gehen wir doch wieder raus. Also das Doppelte bezahle ich bestimmt nicht. Ich weiß auch nicht, ob das Gold hier eigentlich die Geldstücke sind. Keine Ahnung. Was ist das? Kann man sich nicht angucken. Okay. Ja, unser Ziel wäre jetzt also eigentlich, dieses Rennen zu machen, wo ich jetzt aktuell ehrlich gesagt, obwohl, naja, ich bin auf Level 3, vielleicht soll ich die anderen Pferde nehmen. Keine Ahnung. Obwohl hier steht All Tiers in Level 3. Ja, ich verstehe es so, dass ich nur das eine im Endeffekt machen muss.
Aber da ich nicht weiß, wie viel Geld ich überhaupt habe und ob das jetzt mein Geld ist oder nicht, würde ich sagen, dass wir hier jetzt erstmal einen Cut machen. Ihr habt jetzt mal so ein bisschen sehen können, ja, worum es sich hier dreht in dem Spiel. An sich finde ich, dass das Spiel sehr, sehr großes Potenzial hat. Ich meine, so Bugs und so weiter, da kann man drüber wegsehen. Das ist alles nicht das Problem. Es hat wirklich großes Potenzial, aber, und das ist jetzt mein ganz großes Aber, das ist auch das, was ich bei Star Stable auch schon bemängelt habe. Da ist es aber nicht ganz so extrem, weil da kann man auch so spielen, zumindest als Star Rider. Aber es sieht hier ganz, ganz extrem, gerade mit diesen mega vielen Angeboten, die sehr teuer sind. Es sieht ganz extrem danach aus, dass man in erster Linie ja nicht wirklich weiterkommt, wenn man halt eben kein lebenslanges, also kein Lifetime holt. Ich würde mich wahnsinnig drüber freuen, Lifetime zu bekommen. Dann würde ich das Ganze auch weiterspielen. So kann ich jetzt erstmal nur sagen, ich mache jetzt hier einen Cut. Ich weiß nicht, ob ich es nochmal spielen werde, weil ich denke, dass man ohne Lifetime nicht allzu viel machen kann. Dafür, dass es ja angeblich ein freies Spiel ist. Ja, ich weiß es nicht. Also ich habe bisher noch nicht mitbekommen, dass man hier irgendwie Geld bekommt. Kann auch sein, dass ich es einfach jetzt übersehen habe, dass ich das durch die Quests bekommen habe oder so. Steht jetzt hier auch leider nicht drin. In den Quests, die ich schon gemacht habe, die kann ich mir auch nicht ansehen, so wie das aussieht. Daily Quest. Macht zwei verschiedene Pferde glücklich. Ja, eigentlich hatte ich zwei glückliche Pferde. Wo die jetzt hin sind, weiß ich jetzt nicht. Drei Pferde fangen habe ich gemacht, ganz eindeutig. Ist aber nicht als Daily Quest angenommen worden. Das finde ich dann ehrlich gesagt schon ein bisschen Betrug. Also ja, müsste ich jetzt hier nochmal neu anfangen. Also das finde ich schon ziemlich ein Betrug, weil das habe ich halt schon gemacht. Und das mit den zwei Pferden glücklich machen habe ich auch schon gemacht. 50 von den Wolle-Dingern holen. Kann ich noch eben machen, nicht 50, 150 meine ich, kann ich noch eben machen, wenn ich denn jetzt auch nochmal, ich weiß ja jetzt nicht, wo der mich jetzt hier gerade hingeführt hat wegen der Wolle. Ich würde sagen, ich habe mich ja schon, hallo? Ich habe mich ja schon verabschiedet. Ich laufe jetzt auch gerade in die völlig falsche Richtung, sehe ich gerade. Nein, ich möchte hier nicht hin. Das ist doch etwas nervig, wenn man hier die ganze Zeit rausgeworfen wird. Also ehrlich. Was hat die denn bitte für ein Pferd? Die hat jetzt wahrscheinlich direkt dieses Lifetime-Ding geholt. Muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich zu geizig für, weil, ne, nicht bei dem Preis. Also wenn es wirklich die Hälfte kosten würde, kein Thema. Ich denke, ich hoffe, es wird auch Angebote geben, wo es halt eben nicht so teuer ist. Und schon werde ich wieder rausgeworfen, weil ich, ja, mich bewegt habe. Das ist natürlich ziemlich blöd. Das ist mir aber jetzt heute schon einige Male passiert bei dem Spiel. Also ich reg mich schon gar nicht mehr drüber auf. ja, ihr habt mitbekommen, wie das Ganze gespielt wird. Ich suche. Ah, ich habe sie endlich gefunden. Okay. Ich werde jetzt mal gucken, dass ich diese 150 Dinger hier, diese Wolle, irgendwie noch zusammenkriege. Wobei 150 natürlich sehr, sehr, sehr viel ist. Und wenn ich mich nicht mehr zu Wort melde, dann werdet ihr am Ende einfach nur noch sehen, ja, was man da für eine Belohnung bekommt. Und dann sage ich jetzt schon mal danke fürs Zuschauen und ihr könnt ja mal eure Meinung in die Kommentare reinschreiben, was ihr von dem Spiel an sich haltet. Vielleicht habt ihr es ja selber schon ausprobiert und ob es denn da eurer Erfahrung nach doch eine Möglichkeit gibt, das Spiel zu spielen, dass es wirklich kostenlos ist, dass es halt nur länger dauert. Das wäre dann ja okay. Oder ob man da wirklich nicht drum herum kommt, irgendwie Lifetime zu nehmen, damit man bessere Voraussetzungen hat, beziehungsweise, ja, ich weiß halt nicht, ob man jetzt irgendwo Geld verdienen kann oder nicht. Ich habe ehrlich gesagt nicht drauf geachtet, als ich die Quests abgegeben habe. Schreibt es mir einfach in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Und dann sage ich mal, ja, wir sehen uns hoffentlich in einem anderen Video von mir wieder. Bis dann. Ciao.
Also, ich habe mich noch kurz reingeschaltet. Offensichtlich kann man zwar die Daily Quests abschließen, aber man bekommt wohl keine... Ja, man bekommt da wohl nichts für, also keine Belohnung für, so wie es aussieht. Ich habe jetzt hier oben nicht drauf geachtet, aber ich meine, es standen vorher auch 275 drauf. Müsste ich mir in der Aufnahme nochmal angucken. 9 Äpfel habe ich auf jeden Fall gehabt und die 5 restlichen hier habe ich auch auf jeden Fall gehabt. Es kann natürlich sein, dass man sämtliche Dailies abschließen muss. Das wäre dann aber schon ein bisschen extrem krass, wenn man alles machen müsste. Ja, also das mit den Zähmen und so weiter, das habe ich ja schon gemacht. Die Pferde glücklich gemacht habe ich schon. Dementsprechend kann ich diese Daily ja nicht mehr machen. Achso, man kann sie auch wegtun. Nee, geht nicht. Okay. Man kann sie nicht wegtun. Ja, also... Dann habt ihr ja gesehen, es gibt keine Belohnung für die Daily. Also kann man sie im Endeffekt auch sein lassen.